male seitdem ich 14 Jahre alt bin, hatte eine gute Kunstlehrerin, die hat mich unterstützt, dass ich Kunst studiere. Jetzt bin ich seit 1983 freiberufliche Malerin, habe so 1000 Bilder gemalt und 30 Ausstellungen, gebe Unterricht. Und 1961 war ich auf die Akademie zugelassen in Düsseldorf und da war ich erst in der Vorklasse und da habe ich den Egon Wöstemeyer kennengelernt. Der war bei Bruno Groller, Professor Bruno Groller, Meisterschüler und der hat mich vorgeschlagen bei Professor Groller, ob ich in seine Malklasse kommen kann und hatte ich einen schönen Akt gemalt, den ich von meiner Paris-Reise her inspiriert war und Professor Groller hat mich aufgenommen und ich durfte dann in seinem Atelier in der Akademie malen und er hat einmal die Woche ist er gekommen und hat unsere Bilder begutachtet und was dazu gesagt und man konnte in der Maltechnik seine Leinwände spannen und seine Farben kaufen. Und wir waren auch inspiriert von seiner Malerei. Das war von Léger, also von Realismus, aber abstrakter Realismus beeinflusst. Und ich habe mich da anregen lassen, auch so ähnlich zu malen. Habe viele Bilder gemalt in dem Atelier, in der Akademie. Und er hat mir auch geholfen, ein Stipendium zu bekommen vom Akademischen Austauschdienst. Dann während dieser Zeit ist auch Joseph Beuys auf die Akademie gekommen und hat seine Klasse gegründet und man ist auch viel in seine Klasse gegangen. Der hat das ziemlich liberal und offen gehalten, hat in der Aula Happenings gemacht und Fluxusveranstaltungen. Es waren viele Künstler, die bei ihm eingeschrieben waren und es war eine sehr große Unruhe und sehr viel Wirbel. Habe mich eigentlich bei Goller doch ein bisschen beschützt gefühlt, aber ich war auch im Einflussbereich von Beuys, habe mich mit ihm unterhalten. Aber mein Schwerpunkt war schon in der Malklasse von Bruno Groller, weil da hatte ich eben auch meinen Platz, da hatte ich einen Raum. Ich bin 1943 in Ehrwald, Tirol geboren, an der Zugspitze. Meine Eltern hatten da eine Wohnung bei Bauern. Ich hatte da eine schöne Kindheit im Wald und bei den Bauern und auf der Wiese. Bin da auch zur Schule gegangen. Wir waren irgendwie privilegiert, weil meine Eltern da als Zugreisende eine Wohnung hatten und die Bauern waren alle sehr nett. Mit 11 Jahren dann kam ein Bruch und mein Vater ist in die Schweiz gegangen. Hat da Klavier gespielt in großen Hotels und meine Mutter ist wieder in ihre Heimat nach Düsseldorf zurück und hat mich da mitgenommen. Und ich kam dann nach Düsseldorf, hatte einen Sprachschock, ich konnte nur Tiroler Dialekt. Aber ich hatte immer meine Kunst und dann bin ich nach der mittleren Reife, aber auch in Kunst meinen Abschluss gemacht, einen Mosaiktisch. Und da habe ich auch einen Text zugeschrieben und dann kam ich auf die Werkkunstschule und dann war ich anderthalb Jahre auf der Werkkunstschule und dann bin ich eben auf die Akademie aufgenommen worden und da war ich dann 4 Jahre von 61 bis 65.
war in Paris. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crème du matin. Im Louvre Bilder angeschaut, hab dann einen schönen Akt gemalt und Radierungen gemacht. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, y'a des gamins, des artisans, y'a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Évidemment, il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien ma foi, avec Paris c'est si facile. Pour moi Paris c'est les beaux jours, l'air et léger, graveux ou tendres. Pour moi Paris c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, tu es la gaieté Paris, tu es ma douceur aussi, tu es toute ma tendresse. Paris, des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Meine Düsseldorfer Altstadt, hab mich da anregen lassen von der Umgebung. Danach habe ich dann in Krefeld eine Ausbildung als Textildesigner, weil es da psychologisch festgestellt wurde, dass ich die künstlerische Begabung bei mir am stärksten ist. Haben wir den ganzen Tag Entwürfe gemacht und Kunstgeschichte und Textilkunde. Und da habe ich dann meinen Abschluss gemacht mit sehr guten Noten. Und dann bin ich dann in die Werbeagentur. Da habe ich dann als Layouter gearbeitet, als Grafikerin. Und habe dann für verschiedene Artikel Werbespots und Layouts gemacht und Fotoregie. Nach 2 Jahren bin ich ja in eine größere Agentur, die hieß Team, und die war die angesagte Werbeagentur in Düsseldorf. Da war ich dann Junior Art Director und habe eben auch Layouts gemacht und Fotoregie und Werbespots. Thank you.
war ich dann bis 72 da in Düsseldorf und dann hatte ich einfach Lust, was anderes zu machen. Und eine Freundin von meinem Vater hat gesagt, ich soll irgendwie nach München kommen. Sie würde mir helfen. Danach bin ich dann nach München umgezogen zu meinem Vater. Der hat hier im Altenheim gelebt, der war Künstler und hat Kabarett gemacht gegen Hitler mit Erika Mann und Therese Giese. Ich bin nie ein richtiger Bürger gewesen. Ich bin eigentlich, kann ruhig sagen, ein Künstler. Ein Künstler gewesen. Warum sind wir so kalt? Warum, das tut doch weh? Warum, wir werden noch Eis und Schnee? Beteiligt euch, es geht um eure Erde und ihr allein, ihr habt die ganze Macht. Schaut zu, dass es ein wenig wärmer werde in unserer kalten, argen Winternacht. Natürlich waren etwa 40-45% unserer Nummern ganz unpolitisch. Ja. Und ich glaube, dass das das Beste an uns war, dass wir antifaschistisch wirkten, ohne je belehren zu wollen, oder jedenfalls scheinbar ohne dies zu. Der Paprika wird nicht gespart beim Eierschuh auf Führerart. Der Gast weint leis, weil es so scharf und er es nicht bemäkeln darf. Serviert von oben, frisst er es doch. Ich bin der Koch. Also, die Emigration hat sich zwingend für uns ergeben, aus der Tatsache, dass wir ja alle mehr oder weniger längst vor Ausbruch des Dritten Reiches politisch tätig gewesen waren und die Nazis da ja so verhasst waren, dass wir in jedem Fall gehen mussten. Natürlich wären wir ohne dies gegangen, wir hätten dort nicht atmen können. Wir waren im Grunde genommen nicht ein typisches Kabarett, sondern es wäre ein ausgesprochenes, ein Haufen Antinationalsozialisten. Die meisten waren Emigranten und Juden. Und die hatten ja vor allen Dingen die Giese, die hat gesagt, solange sie die Pfeffermühle existiert, bleibt sie in der Pfeffermühle, um gegen die Nazis kämpfen zu können. Sie hätte ja in Zürich bleiben können, im Schauspielhaus mit großem Erfolg, hat sie abgelehnt. Sagt sie, nein, ich bin Volljüdin, ihr wirklicher Name war Gift und ich bleibe so lange bei der Pfeffermühle, solange die Pfeffermühle existiert. Wir lebten den Koffer, lebten das, was wir verdient haben und haben die Zeitung gelesen und haben immer gehofft, dass das Nationalsozialismus einfach einen Schluss hat. Das war unsere Hoffnung. Und damit haben wir auch gearbeitet. Ne? Damit waren und immer unsere Sachen, jeder, der da mitgemacht hat, der war einfach nur dafür, was können wir tun, damit es mit dem Hitler endlich ein Ende hat. Das war unsere Hauptaufgabe. Unsere Giese war ja unsere Stärke. Und wie gesagt, erstens, ich die Giese nicht gerettet, ihr von der Bühne heruntergeholt hätte, uns vom KZ gerettet, hätte es gar keine Pfeffermühle gegeben. Wir haben insgesamt in 7 Ländern gespielt, 1034 Vorstellungen bis zum Jahre 37. Dann wurde es in Europa unmöglich. Die Nazi-Bedrohung war schon so, dass keines dieser Länder sich so etwas mehr leisten konnte. Wir hatten auch hier in Zürich schon die größten Schwierigkeiten gehabt. Und schon im Januar 33 in München konnte man ja nicht mehr direkt. Also wir waren indirekt. Die Tochter von Thomas Mann, was uns irrsinnig geholfen hat. Wir nannten uns ja auch
Erika Manns für Vermühle im Ausland, ne? Nicht literarische Kabarett, weil wir gedacht haben, da kommt kein Katz. Wir haben Erika Mann, der Name Mann ist im ganzen Ausland bekannt. Und das hat natürlich das Publikum gesagt, Nordmann, jetzt wollen wir mal sehen, die Tochter von Thomas Mann, was da los ist. Ne? Und das hat natürlich fabelhaft hingehauen, auf Deutsch gesagt. Also als wir fertig waren mit also unseren Programmen, haben wir natürlich gewusst, es kommt ein Krieg, das war uns ganz klar, was nun machen. Und so sind wir darüber gegondelt, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Wir haben es mit der Pfeffermühle versucht, im Jahre 37, aber sie waren halt an den europäischen Dingen noch nicht in dem Sinne interessiert, dass sie sie als die ihren empfanden, das kam ja sehr spät. Also die Pfeffermühle wurde dort zunächst nicht verstanden. Wir fielen durch. Und bin ich eben nach München gezogen, habe erst gejobbt beim Bayerischen Rundfunk, beim Bayerischen Fernsehen, war an der Uni eingeschrieben in Kunsterziehung, Kunstgeschichte. Und dann habe ich einen Job gefunden, einem Kollegen im Augustinum als Tutor. Und da habe ich mich dann um Mädchen gekümmert, die soziales Jahr dort machen. Und da konnte ich mein Studium dann weiterführen und habe das auch abgeschlossen. Dann ging es weiter, habe ich Jobs gemacht, mit Kindern gearbeitet, dann nebenbei immer gemalt. So bin ich auch dann in die Kunstszene gekommen, habe diesen Arzt kennengelernt, Dr. Walter. Der hat dann Ausstellungen und Filme für mich organisiert. Dann weiter gemalt, hat in der katholischen Hochschulgemeinde eine große Ausstellung. Ich konnte dann im Berufsverband Bildender Künstler Fuß fassen durch eine Ausstellung in der Herder Galerie. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ja, ich konnte dann eben auch von der Kunst leben. Habe dann viele Freunde kennengelernt aus der Kunstszene. Ich habe dann 1976 eine Stadträtin kennengelernt. Die hat meine Bilder gesehen in der Ausstellung und die hat mich dann in den Giesinger Künstlerkreis integriert und habe ich gut verkauft und in der Stadtsparkasse ausgestellt und in der Stadtbibliothek und in der Volkshochschule und habe viele andere Künstler kennengelernt. Dann habe ich Leute von der Schule der Fantasie, von dem Professor Seitz, bei dem ich auch an der PH studiert habe. Der hat so für Kinder so Kreativunterricht entwickelt und das auch im Schulreferat eingeführt. Da habe ich mich beworben und dann habe ich 4 Jahre in Giesing und in der Dachauer Straße mit Kindern Kreativunterricht gemacht. Wir haben gemalt und Theater gespielt und Mosaik gemacht und Holzarbeiten und Papierarbeiten und viele Fortbildungen. Ja, da habe ich dann so
96 aufgehört und dann habe ich angefangen, Malunterricht für Erwachsene zu geben und in einer Einrichtung, einer sozialen Einrichtung, auch für seelisch betroffene Menschen, und das ist sehr gut angekommen. Habe ich bei der Professor Gisela Schmeer Selbsterfahrung gemacht und Fortbildung, und damals wurde die Kunsttherapie eingeführt. Das hieß, wenn Worte fehlen, sprechen Bilder. Ja, das mache ich jetzt schon 18 Jahre und mit Erfolg, und die Leute kommen alle gerne. Ich bin dann 1992 in den Schutzverband von Verdi in den Kunstpavillon aufgenommen worden. Und da habe ich dann auch mit Ausstellungen gemacht, war auch im Vorstand. Da habe ich dann den Konrad Hetz kennengelernt und die Charlotte Dietrich und den Mann von der Renate Schmidt, Hasso von Henninges, und viele Künstler, die in München aktiv waren. Habe da auch ausgestellt und mich engagiert. Dann habe ich mich auch beim Berufsverband Bildender Künstler, Galerie der Künstler in der Maximilianstraße beworben und bin aufgenommen worden in meiner Ausstellung in der Herder Galerie, weil ich da selbstständig eine Ausstellung aufgebaut habe. Ja, da bin ich immer noch Mitglied, und da gibt es immer jedes Jahr die Jahresausstellung, wo ich dieses Jahr auch mit ausgestellt habe. Da sind sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, und das eine Berufsvertretung vor der Politik, und die haben da eigene Räume am Völkerkundemuseum. Die setzen sich ein für Profikünstler. Ich habe da auch Gremienarbeit gemacht im Sozialfonds. Thank you.
Seerosenkreis ist eine unabhängige Gruppe von Künstlern, die einmal im Jahr einen Kunstpreis vergeben, die die Stadt München finanziert. Und die wird im Pavillon ausgetragen und die treffen sich im Künstlerhaus am Lehnbachplatz. Und der Sprecher ist der Konrad Hetz und die Elke Lausberg, ja, die war in der Jury und die hat den Preis gewonnen und die hat mich da bei der Jury mit aufgenommen im Rathaus zur 60-Jahr-Feier. Und da durfte ich auch mit ausstellen in der Kassenhalle. Und wir treffen uns einmal im Monat zum Künstlerstammtisch. Zurzeit ist auch eine 65-Jahr-Feier vom Seerosenkreis. Da gibt es die Literaten und die bildenden Künstler. Und die machen Veranstaltungen. Da ist auch der BBK eingeschlossen und das Haus der Kunst und Übel Ackerhäusel, also der Reinhard Fritz und der Ingo Glass. Seit 1990 schreibe ich auch Gedichte und habe auch kleine Broschüren rausgebracht. War im Literaturbüro, hatte da auch schon eine Lesung in der Milchstraße. Lese sehr viel und interessiere mich für Literatur und mache so für mich selber, veröffentliche in kleinen Broschüren Texte, zum Beispiel Wüste und Oase und jetzt im Theateratelier Buchlandung und kenne auch andere Schriftsteller. Und vielleicht lese ich mal eins vor. Verborgenes. Die Stadt liegt vor mir im Sonnenlicht, eine Taube sitzt auf dem Geländer und genießt die Sonne. Ich denke nach und die Zeit zerfließt und ich fühle mich geborgen in meinem Bewusstsein und meiner Seele. Ich bin eins mit dem Tag, der Stunde, der Zeit. Ich nehme es an, wie es kommt und reflektiere den Augenblick mit seiner Lebendigkeit, aber auch die Ruhe. Der Moment bleibt und ich gehe in ihm auf und bin eins. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Doch eine Zeit lang bleibe ich hier und lebe unmittelbar augenblicklich. Ich denke nach über die Freundschaft, sie ist fließend und lebendig, sie ist da und wieder fort, sie entschwebt und gleitet wieder in die Ferne und du wartest auf eine neue Begegnung. Die Taube auf dem Geländer ist fortgeflogen, so bin ich wieder bei mir und meinem Verborgenen. Ja, ich engagiere mich eben immer auch sozial, habe eine Frauengruppe gegründet 2000 im März mit der Psychologin Rosa Geislinger und die mache ich immer noch. Mein Engagement ist auch für ausgegrenzte Leute, mich einzusetzen. Das Malen ist mein Lebensmittelpunkt. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning, to understand. You've been.